Wir sind hier auf die B312 zwischen Neckartalfingen und Aich. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Bei diesem Aufprall wurden gesamt 4 Personen schwer verletzt. Der Rettungsdienst war hier alarmiert mit 2 Notärzten. Wir haben noch 2 Rettungshubschrauber in die Einsatzstelle geordert für den Transport der Schwerstverletzten. Unter anderem waren noch 4 Rettungswagen hier im Einsatz und auch unser leitender Notarzt, der dann hier noch eine Sichtung durchgeführt hat und die Verteilung der Patienten auf die Kliniken entsprechend geregelt hat. Also wir haben jetzt zwei Patienten, die bei uns als lebensgefährlich verletzt gelten und 2 schwer verletzte Patienten. Aber bei dem Einsatz war zum einen sehr glücklich, dass keiner der Verletzten eingeklemmt war im Fahrzeug. Das heißt, alle waren bereits aus dem Fahrzeug befreit, als der Rettungsdienst eingetroffen ist. Man konnte unmittelbar mit der Versorgung beginnen. Und von daher lief der Einsatz sehr ruhig und zeitlich auch in einem guten Rahmen ab. Ja, wir hatten eine Mitarbeiterin von uns, die bei uns lange Jahre im Rettungsdienst mitgefahren ist, die jetzt nur als Notärztin tätig ist, war hier als Ersthelferin an der Einsatzstelle. Und wir haben aber auch hier festgestellt, es waren sehr viele Verkehrsteilnehmer, die sich um die Verletzten gekümmert hatten. Also tatsächlich bei allen 4 Verletzten waren Ersthelfer vor Ort, haben sich um die Betreuung gekümmert. Von daher hier auch ein großes Lob an alle die hier so mitgeholfen haben. Also außer der Feuerwehr, die hier mit alarmiert war, waren seitens des Rettungsdienstes diese 2 Notärzte bodengebunden vor Ort, 4 Rettungswagen für den Transport, 2 Rettungshubschrauber und dann noch die Einsatzführung mit mir als Einsatzleiter und dem leitenden Notarzt des Landkreises.